Zum Abschluss dieser vereinbarten Debatte spricht die Kollegin Patricia Lips für die CDU-CSU. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Vor allem in den letzten 10 Jahren hat der Wissenschaftsstandort Deutschland einen großen Sprung nach vorne gemacht. Unsere Hochschulen, Ministerin hat darauf hingewiesen, bilden hierbei zu Recht mit ihren Forschungseinrichtungen die Herzkammer des Systems. Darauf wollen wir uns nicht ausruhen. Wir schreiten weiter voran. Und wir sind schon der Überzeugung, dass wir mit dem, was heute bereits vorgestellt wurde, wir weitere wichtige Meilensteine setzen, um unseren Standort an der Stelle zu stärken. Die Exzellenzinitiative, sie ist eine Erfolgsgeschichte. Sie hat die Wissenschafts- und Forschungslandschaft bereits in weiten Teilen nachhaltig zum Vorteil verändert und einen dynamischen Prozess eingeleitet. Und Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir sind alle stolz darauf, dass Deutschland auf dieser Basis seine wichtige Rolle in der Forschungslandschaft weiter ausbauen konnte. Wichtigste Grundlage hierfür war und ist, das wurde ja jetzt bereits mehrfach erwähnt, die Grundsätzlichkeit, die Förderung von Spitzenforschung als schlichte Notwendigkeit auch anzuerkennen. Ja, es ist ein wissenschaftsgeleiteter Wettbewerb, es ist ein Ringen um Leistung, es ist aber vor allem auch ein Bekenntnis, Exzellenz in Verantwortung für das Ganze zuzulassen, weil sie sich als erfolgreich für das Ganze am Ende zeigt. Es geht ja nicht nur um einen Prozess im Inneren, um einen Wettbewerb der hiesigen Einrichtungen. Deutschland steht in einem globalen Wettbewerb, und hierfür ist es wichtig, dass wir uns diesem Wettbewerb zunehmend stellen müssen und die geeigneten Instrumente sehen. Und durch eine Spitzenforschung, durch eine Förderung der Exzellenz werden wir an dieser Stelle sichtbar. Umso mehr begrüßen wir das Ergebnis zur neuen Exzellenzstrategie aus der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz. Und auch ich möchte an dieser Stelle noch mal ganz herzlich mich bei der Bundesforschungsministerin Johanna Wanka bedanken für ihre erfolgreiche Verhandlungsführung. Neben den Förderlinien, sie wurden ja schon in Einzelmaßnahmen im Detail genannt, liegt jedoch diesmal vor allen Dingen bei dieser Neuauflage die ganz große Chance in der erhöhten Planungssicherheit. Deshalb möchte ich es auch noch mal hervorheben an dieser Stelle, die einen dauerhaften Aufwuchs zulässt. Das ist eine neue Qualität mitsamt diesen ganzen Förderlinien und Einzelelementen, die diese neue Exzellenzstrategie auszeichnet und damit ganz sicher auch die Erfolgsgeschichte weiter fortschreiben lässt. Sie ist das Kernstück dieser drei Pakte, aber auch ich möchte an dieser Stelle noch einmal erwähnen, dass das ganze Paket ein stabiles Gerüst erst aus den drei Elementen zum Tragen kommt. Die Stärkung des Wissenschaftsstandortes sich dadurch entfaltet, zum einen das Thema Exzellenzstrategie, zum anderen Förderung wissenschaftlicher Nachwuchs und zum dritten natürlich auch das Thema innovative Hochschule. Es wird zu Recht darauf aufmerksam gemacht an verschiedenen Stellen, dass natürlich Größe nicht immer mit Qualität automatisch gleichzusetzen ist. Das ist aber auch die besondere Stärke in diesem Land, gerade die Vielfalt der Hochschullandschaft ausgestattet mit jeweils ganz spezifischen Aufgaben oder besser Verantwortung in diesem System. Und dies gilt insbesondere für die Fachhochschulen, auch kleinere Hochschulen, deren Vorteil ja gerade in einer hohen Innovationsfähigkeit wie auch einem schnelleren Wissenstransfer besteht. Hinzu kommt, ich glaube, der Kollege Kaczmarek hat es schon erwähnt, eine flächendeckende und eine enge Anbindung in die Region, auch in Form beispielsweise von Kooperationen, beispielsweise mit mittelständisch geprägter Wirtschaft. Sie decken damit ein wichtiges Spektrum ab. Sie sind bei weitem nicht nur ein Ableger oder ein Anhängsel anderer Einrichtungen. Und diese Fähigkeiten wollen wir parallel ebenfalls aufwerten und unterstützen mit einem ganz neuen Element, dem Programm Innovative Hochschule. Und lassen Sie mich vielleicht an dieser Stelle auch noch mal etwas erwähnen. Die Steilvorlage war einfach an dieser Stelle zu schön, wobei ich sogar auf noch höhere Zahlen komme als Herr Rossmann. Wenn wir sehen, was in den Hochschulpakt geflossen ist und fließt, in den Qualitätspakt Lehre,
der Übernahme des BAföG-Anteils der Länder durch den Bund, Klammer auf, womit Tausende von Stellen dauerhaft zu finanzieren wären, Klammer zu, der Förderung von Programmpauschalen und der bereits vorhandenen Fördermittel für Fachhochschulen. Ich komme da auf mehr als 25 Milliarden an dieser Stelle, allein von Seiten des Bundes. Das geht in die Breite. Und insofern kann man an dieser Stelle nicht davon sprechen, dass wir uns einseitig auf etwas konzentrieren. Und ich hoffe doch noch, dass Sie Ihre kritische Haltung gegenüber dem Auswahlcharakter, auch eine Exzellenzinitiative, damit hinterdenken können. Das zweite zusätzliche Element zur Exzellenzstrategie, wir hörten es bereits, bildet ein weiteres Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Es geht um die Klugen, es geht um die klügsten Köpfe in unserem Land, wie auch darüber hinaus. Es geht nicht allein darum, sie zu gewinnen, es geht vor allen Dingen darum, sie auch perspektivisch zu halten. In Verbindung mit den Maßnahmen aus früheren Gesetzen geben wir dem wissenschaftlichen Nachwuchs Planungssicherheit, eröffnen auch nachfolgenden Generationen immer wieder Chancen, bieten den Universitäten jetzt auch einmal ganz neue Wege bei ihrer Personalplanung und erhalten gleichzeitig die Dynamik und Flexibilität in unseren Einrichtungen. Kolleginnen und Kollegen, wir sind davon überzeugt, dass wir mit den nun drei neuen Programmen, diesem Gesamtpaket, weitere wichtige Weichen gestellt haben, stellen werden, um das Wissenschaftssystem weiter voranzubringen, Deutschland an der Spitze zu halten und dies sichtbar und auf Dauer. Vielen Dank.